Seit 6 Monaten bin ich jetzt aktiv dabei bei den Friedensmahnwachen. Ich war sehr grün hinter den Ohren, bin eigentlich immer noch grün hinter den Ohren und bin aber, was mein Engagement hier betrifft, sehr konsequent, überraschend sogar für mich, überraschend konsequent. Und habe halt so versucht, über diese Probleme, wegen denen wir hierher kommen, zum Beispiel der Konflikt in der Ukraine, aus dem eigentlich die Friedensmahnwachen hervorgegangen sind, über diese Probleme versucht, Hintergründe zu entdecken oder vielleicht auch die Wurzel allen Übels zu finden. Und vor ein paar Monaten dachte ich ja noch darüber, dass der Kapitalismus eigentlich die Wurzel allen Übels ist. Aber mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass auch der Kapitalismus nur ein Symptom ist, aber nicht die Ursache an sich. Die Ursache ist was anderes. Und ich würde da jetzt gerne das ein bisschen interaktiver gestalten mit euch und euch da mit einbeziehen. Was glaubt ihr denn, was ist die Wurzel allen Übels, die Wurzel unseres Übels? Ja, also jeder Einzelne von uns, wenn wir, es gibt einfach ein paar Sachen, die abnormal sind, wenn man Status Quo hat, wie jetzt da zum Beispiel, und es macht auch einmal was anders ist, dann wird er deppert angeschaut, aber umso mehr das sind, umso normaler wird das und dann verändert sich ja alles. Und es ist halt trotzdem scheiße, finde ich, dass wir Kapitalismus haben, aber wenn wir uns alle ändern, dann wird sich ja auch der ändern. Ja. Und warum glaubst du, warum glaubst du, sind die Menschen so passiv? Ja? Warum neigen sie dazu, so Leute wie wir hier, dass die niedergemacht werden? Ja? Dass wir als Neurechte, Antisemiten, rechtsesoterisch, Gutmenschen, Hippies, ja? Dass wir so diffamiert werden? Ja? Wie erklärst du dir das? Ich glaube, dass der Leidensdruck der Menschen groß genug ist durch das, was das System so bringt. Jeder muss ums Überleben kämpfen, jeder braucht immer was zum Essen und so weiter. Und ich sehe das auch bei 9/11 so. Da können die Beweise noch so erdrückend sein, würden sie das Amerikaner, die ja eigentlich für ihren Nationalstolz auch bekannt sind, sie das nicht eingestehen wollen, weil dann noch mehr zusammenfällt, als eh schon hier ist. Also wenn ich gerade meinen Buben verloren habe bei 9/11 und nachher kommt aber noch wer und setzt was drauf an und sagt, das war die eigene Regierung, dann stürzt für mich noch mehr zusammen und ich habe eh schon was zum Verarbeiten. Und wir haben, das ist nur ein extremes Beispiel, aber jeder von uns hat immer wieder kleine Sachen zum Verarbeiten, die einfach auch vom System kommen. Ja, ich habe, weil du sagst 9/11, ich habe ein Interview gesehen mit einem Feuerwehrmann, der da dabei war und der irgendwie jetzt sein Schweigen bricht, ja, der Fotos präsentiert hat, mit denen er beweisen kann, dass es Explosionen gab, zusätzlich zu dem Einsturz. Und der hat gesagt, er hat einfach geschwiegen. 11 Jahre lang hat er nicht den Mund aufgemacht, weil er Angst hatte, ja? Weil er sich nicht eingestehen wollte, was das für Mächte sind, die so etwas zustande kriegen und das dann so decken können. Und das hat ihm einfach Angst gemacht. Ja? Und das war ja bei mir auch so. Ja? Ich bin ja, was 9/11 betrifft, auch noch gar nicht so lange davon überzeugt, dass es eben ein, ich würde gar nicht sagen Inside-Job war, aber dass es eine Kooperation war. Ja? Und ich für mich habe ewig lang mit mir gehadert und gezweifelt, ob ich gedanklich diesen Schritt mache. Ich glaube jetzt mal nicht mehr die offizielle Theorie, sondern ich fange an für mich selbst zu recherchieren und auf erdrückende Fakten mal Rücksicht zu nehmen.
Aber all das ist ja noch immer Symptom. Ja? Und ich glaube, das große Problem, was wir haben, nennt sich Autokratie. Ist das Herrschaftssystem. Das ist, dass wir Menschen so indoktriniert sind, so auf Gehorsam erzogen sind, dass wir die Autoritäten schützen, auch wenn sie gar nicht im Recht sind. So wie man seine Eltern in Schutz nimmt, auch wenn man weiß, dass die Scheiße gebaut haben. Ja? Kennst du das Milgram-Experiment? Ich glaube, das Milgram-Experiment ist das, wo man fremde Personen von der Straße hergenommen hat, den Arm hinter die Wand und der soll Stromschläge kriegen und der andere hat befohlen gekriegt, dass er immer einen stärkeren Schlag gibt und dann ist er dafür belohnt worden, dass er das macht. Und er hat aber den Leidenden nicht gesehen und es ist rausgekommen, dass der so weit gehen würde, dass er den anderen sogar umbringt. Ja. Einfach nur, weil er so gehorsam ist. Ja, das ist ein Experiment aus den 60er Jahren, wurde dann in den 70er Jahren auch wiederholt. Und da wurden Studenten für ein Experiment oder für einen Versuch einfach gecastet oder bezahlt auch. Und die dachten, es ist ein Experiment, wo es ums Lernen geht. Und es gab halt, über Los wurde ein Schüler und ein Lehrer bestimmt und der Lehrer hat die Elektroschocks gegeben für jede falsche Antwort. Aber es war gefaked, ja? Die Schüler waren Schauspieler und es wurden halt keine Elektroschocks gegeben und es gab einen Versuchsleiter, einen Arzt, der eigentlich auch ein Schauspieler war und der hat halt immer gesagt, wenn die Antwort falsch war, dass jetzt der Hebel gedrückt werden muss für den Elektroschock und das war auf 10 Stufen aufgeteilt und die 10. Stufe waren 450 Volt, das ist ein tödlicher Stromstoß. Und dieses Experiment wurde angekündigt und unter Psychologen wurde dann eine Schätzung abgegeben und die Schätzung war, dass etwa 1-2% aller Teilnehmenden diesen finalen tödlichen Stoß geben, den tödlichen Elektroschock. Und man ist davon ausgegangen, dass diese 1-2%, die das machen werden, ein Defizit haben, dass das Psychopathen sind, ja, dass die ein Problem, dass die nicht fähig sind, Empathie zu entwickeln und dass die halt so weit gehen, den Schüler zu töten. Und es waren aber dann 65%, die diesen Elektroschock gegeben haben. Dieses Experiment wurde in den 60er Jahren in Amerika gemacht, es wurde dann in den 70er Jahren nochmal wiederholt mit dem gleichen Ergebnis. Man hat es dann in Deutschland gemacht, auch das gleiche Ergebnis. Und gestern habe ich mir einen Beitrag darüber angeschaut aus den Ende der 90er Jahre, wo sie auch wieder dieses Experiment gemacht haben. Das haben sie da hatten sie 12 Probanden dazu und 9 von diesen 12 haben den finalen Schlag gegeben. Und dieser Schauspieler hat aber gut gespielt, ja, der da geschockt wurde. Der hat richtig geschrien und so. Und bei den letzten 4-5 Schlägen gab es dann überhaupt keine Reaktion mehr. Und die haben trotzdem weiter gedrückt, eben weil es der Versuchsleiter gesagt hat. Aber der hat sie nicht mal mit Gewalt dazu genötigt. Der hat einfach gesagt, das Experiment verlangt es, den Elektroschock zu geben. Das ist unser Herrschaftssystem. Ja. Was zeichnet ein Herrschaftssystem aus? Wie stellt sich das dar? Ja, wie als Zeichnung? Ja, was würdest du meinen? Wie kann man das einfach mit einer ganz simplen Zeichnung darstellen? Ich helfe dir, ja. Aber ich muss ja sagen, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ja. Ich würde einfach eine Pyramide zeichnen. Ja. Eine Pyramide zeigt für mich ganz leicht das Prinzip der Herrschaft. Ja. Die Spitze, die oben ist, ja, die immer weniger wird und nach unten die Masse beherrscht. Hierarchien sind Herrschaft.
Und was glaubst du, wo fängt es an mit der Indoktrinierung? Wo begegnet uns die erste Hierarchie? Ja, voll. Ja. Im Kindergarten oder vielleicht noch früher, wenn beide Eltern arbeiten gehen und wer aufs Kind aufpassen muss. Soweit, ja. Ich glaube sogar, dass es anfängt, einfach Eltern-Kind-Beziehung. Weil eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, sind die Eltern dem Kind nicht gleichgesetzt. Ja? Es wird immer behauptet, dass die Eltern über dem Kind stehen und dass sich das Kind den Eltern fügen soll oder fügen muss. Auch unter alle anderen Erwachsenen. Das heißt immer, man soll respektvoll sein gegenüber vom Alter. Das heißt, das Kind, was einen unreifen Willen hat, muss sich dem Erwachsenen fügen, der eigentlich über einen reifen Willen verfügt und der auch über das Abstraktionsvermögen verfügt, ja, was ein Kind ja eigentlich nicht hat. Und ich empfehle wieder mal zu lesen, Arno Grün, Der Fremde in uns.